Nicht Bass gespielt, auch Holic. Schwindlig und schießt! Zieh drauf! Ja! Das war's! Das ist der Sieg! Andi Brehme von Gazzetta dello Sport in die beste Elf der Vorrunde gewählt. Jürgen Kohler, sein erstes. Wir können uns auf einen heißen Tanz gefasst machen. Hier die Mannschaftsaufstellung. Ilkner, Reuter, also doch dabei. Andi Brehme von Gazzetta dello Sport in die beste Elf der Vorrunde gewählt. Jürgen Kohler, sein erstes WM-Spiel, auch auf Klaus Augenthaler kommt viel an. Eben schon besprochen, Guido Buchwald, Thomas Berthold, hier in guter Form. Und das ist der Superstar der Mannschaft. Der Tribüne, aber sozusagen in Zivil am Rande der Spielerbank zusammen mit den anderen Ersatzspielern. Wir sehen hier den Bremer Hermann, ebenfalls nicht spielberechtigt. Und da läuft das Spiel. Lothar Matthäus. Erste rüde Attacke gegen Pierre Liparski. Hier sehen wir es nochmal. Oh, da geht Völler auf den Tormann, der den Ball sicher in Händen hatte. Gibt Freistoß. Van Aarle. Abseits. Da stand der Schiedsrichter sehr gut. Besser als der Linienrichter, denn der hatte die Fahne nicht so. Genau. Da in den Niederlanden. Van Aarle. Die zweite Riesenchance für Aaron Winter. Um den kümmert sich offensichtlich keiner so richtig. Habe ich hier an gleicher Stätte nicht gut zurechtgekommen. Wir haben große Probleme gehabt. Da werden es noch ein paar mehr sein nach der WM. Liparski, kannst du mit links? Endlich! Schießen müsst ihr! Und das mit seinem linken, schwachen Fuß. Weltklasse. Achtung, Rudi Völler! Ja, da kennt der Van Breukelen keine Verwandte. Da rempelt er zur Not auf. Rudi Völler. Gefault und das müsste jetzt mal gelb werden. Völlig korrekte Entscheidung, denn der Rudi wäre auf und davon gewesen. Frank Rijkaard gibt die zweite gelbe Karte. Er hat schon eine. Völler schwer getroffen. Achtung! Und der Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein im Moment. Und jetzt muss der Unparteiische aufpassen, was Rijkaard da gemacht hat. Der Völler ist außer Rand und Band. Ja, das kann nicht sein. Was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein. Er gibt ihm Rot. Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich. Zeigt er beiden oder nur dem Rijkaard? Ich fürchte, er hat dem Rudi Völler Rot gezeigt. Achtung, Polit. Bautas. Da hat nicht viel gefehlt. Hat er zum Glück nicht richtig getroffen. Polit. Die deutschen Spieler reklamieren abseits. Darauf würde ich mich nicht verlassen, liebe Leute. Denn schön gemacht. Jetzt ist Wouters fällig, jetzt kriegt er gelb. So ziemlich die härteste Partie, die ich bisher bei dieser Weltmeisterschaft gesehen habe. Liparski. Und da verfehlen Klinsmann und Buchwald. Klinsmann halten hat. Hier sehen wir es nochmal. Ja, wird von Van Tickelen auch gehalten. Hätte 11 Meter gegeben. Das war Buchwald.
Schuss. Schade, schade, da hätte er den Van Breukelen fast auf dem falschen Fuß erwischt. Aber gut gemacht. Da sah man die ganze Schlitzohrigkeit von Pierre Littbarski in dieser Aktion. Klasse gemacht von Littbarski, der da, ja, die Szene war vorher Eckstoß für die Niederlande. Da ist offensichtlich irgendjemand zusammengebrochen. Helfer des Roten Kreuzes sind da. Und Winters. Van Basten ging da hoch, aber Kohler gewinnt auch dieses Kopfballduell. Und das war die letzte Aktion in der ersten Spielhälfte. Steht es zwischen Deutschland und Holland nach mehr als 47 denkwürdigen Minuten. Gegen zwei. Klinsmann, kein Abseits. Matthäus Kopfball. Tolle Aktion der beiden Interspieler. Hätte er vielleicht mehr draus machen können. Er ist kein Kopfballspieler. Ich glaube, er hat jahrelang kein Kopfballtor gemacht. Buchwald. Wieder gegen Winter. Super gemacht von Buchwald. In der 51. Spielminute. Franz, nur freu dich mal. Führt Deutschland mit 1:0. Und Bollitt. Das war Bodo Ilgner. Klinsmann gegen Van Aarle. Wouters. Mein Gott, da haben wir Muzzle gehabt. Das war eine hundertprozentige Chance. Hat ihn etwas verzogen, hat ihn mehr mit dem Innenriss als mit dem Vollspann getroffen. Jan Wouters. Abstoß, aber wieder war die deutsche Abwehr da nicht optimal eingestellt. Ein Missverständnis zwischen Kohler und Matthäus. Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Na, die beiden machen. Matthäus wird gesperrt von Winter. Klarer Fall, Freistoß. Augenthaler. Freistoß. Das ist eine gute Entfernung, meine Damen und Herren, zu Hause. Am Ball stehen Littbarski, Brehme. Das ist natürlich auch ein Mann mit dem Bums. Und Lothar Matthäus. Littbarski hat geschossen. War eine schwierige Schusssituation für Bullitt. Und unterdessen wird schon angezeigt, dass der noch behandelte Van Aarle ausgetauscht wird. Also ein Abwehrspieler gegen einen Angreifer. Gegen Van Skip. Und wieder hat Kohler gerettet. Wehe, der Ball kommt in die von Van Basten. Ruth Rullit gegen Berthold. 2:1 auf dem Fuß, aber Kuhmann, Achtung! Den darf man. Kuhmann, den wir bei der Europameisterschaft 88. Basten! Und Littbarski spielt auch Rullit. Schwindelig und schießt! Brasilianische Link von Leti. Klasse! Tolle Leistung. Und klasse Fußballer. Nur leider zeigt das manchmal zu selten. Foulspiel von Van Basten gegen Matthäus. Gelb
muss er sehen. Und er sieht gelb. Hoffentlich hat der Lothar Matthäus sich da nichts getan. Guter Pass. Von Andi Bremer auf Klinsmann. Super! Pfosten! Da hätte nie und nimmer einer mit einem direkt Klasse gemacht. Bravo, Jung. Polit! Ausgelaugt ist, der ein super Spiel gespielt hat. Ist das schon weitergegeben? Nein, ich glaube nicht. Oh, nee. Oh, jetzt kriegt sogar der Lothar Matthäus die gelbe Karte. Das kann nicht sein. Er hat es nicht gehört, das muss man ihm glauben. Dieser Schiedsrichter trifft Entscheidungen, die man nicht akzeptieren kann. Riedle. Litti, kommt schon rein! Reukelen rettet. Immerhin der zweite Eckball. Schauen Sie sich das an. Das hat er so. Wieder Buchwald. Breme. Kommt sie drauf? Ja, das war's! Das ist der Sieg! Das ist das Viertelfinale! Lange hat sich Andi Breme zurückgehalten, um dann diesen Kunstschuss abzugeben in der 85. Spiel. Das 2:0. Und jetzt gibt er auch noch einen Elfmeter nach dem Stolperer von Van Basten beim Duell mit Kohler. Aus Schwäche. Ich hoffe, wir sehen ihn nicht mehr bei dieser WM. Höchstens als Kartenabweiser. Kuhmann vertreten. Verletzt Bodo Ekürzen die Niederlande. Auf 1:2, aber weiterhin 2:1 Führung für Deutschland. Aber was weiß ich denn, wie lange Littbarski, Entschuldigung, an der Strafraumgrenze. Freistoß für Deutschland. Das sind jetzt wertvolle Entscheidungen. Es war wohl noch außerhalb. Nee. Es war außerhalb, ja, es sah so aus, ja. Mauer steht viel zu nah. Es sind vielleicht 6, 7 Meter, 9 Meter. Handspiel, aber da pfeift er ab. Deutschland ist im Viertelfinale. Schlägt die Niederlande mit 2:1. Rudi Völler bei Jörg von Torra. Ja, Rudi Völler, herzlichen Glückwunsch. Ein tolles Spiel, ein faszinierendes Spiel. Waren es aber auch, die Sie hier gemacht haben bei seinem Spiel? Das richtige Auftritt ist aus Ihrer Sicht. Ja, ich würde ja gerne was zu sagen, aber ich glaube, das haben alle Fernsehzuschauer gesehen. Vielleicht sollte man mal den Schiedsrichter fragen, was ich gemacht habe. Also ich habe wirklich nichts gemacht. Sie haben überhaupt nichts gemacht? Nee, gut, sicherlich war ich. Ich weiß nicht, ob das ein Foul war gegen Van Breukelen bei der Situation, aber ich habe sicherlich nichts. Herr Beckenbauer, Glückwunsch. Es war ein sensationelles Spiel. Wir haben unheimlich mitgezittert oben. Es war ein Spiel, da brauchte man sehr viel Geduld. Das war unsere Marschroute. Deswegen haben wir auf einen offensiven Mann verzichtet und auf einen defensiven Mann eingebaut, weil wir wussten, die Holländer hatten am Donnerstagabend ein schweres Spiel. Sie konnten unmöglich in diesen zwei Tagen die Kräfte aufholen. Das wussten wir. Mit dem haben wir gespielt. Wir haben sie gejagt. Wir haben sie und sie sind mitgelaufen. Sie mussten mitlaufen. Und dann sind sie immer müder und müder geworden. Und dann haben wir die Tore gemacht. Ja, aber nochmal gefragt, das Prinzip oder das System gibt Ihnen eigentlich recht. Aber wir waren alle überrascht. Wir sprachen von einer 6er Abwehrkette, das haben wir noch nie gesehen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Na gut, wir hatten ursprünglich den Kieft erwartet von Anfang an, aber das ganz gleich, wie der Gegner spielt, so war unsere Ausgabe. Dass Gullit und Van Basten spielen wird, das ist klar. Es handelt sich also nur um Kieft. Ich habe ihn an und für sich erwartet, dass er nicht gespielt hat. Das war an und für sich ganz gut für uns. Dadurch hatte der Guido Buchwald den Aaron Winter, den er schon in Rotterdam gegen den schon gespielt hat, den kannte er also. Und so hatten wir unsere Ordnung. Wir hatten in den letzten Spielen, vor allem gegen Kolumbien, im mittleren, im zentralen Bereich, hatten wir Probleme. Und das haben wir heute
abgestellt. Herr Beckenbauer, wir müssen unbedingt noch ein Wort über den Schiedsrichter verlieren. Ich habe Sie da unten noch am Spielfeldrand gesehen. Sie haben da mitgezittert und haben auch sicherlich nicht jede Entscheidung mittragen können heute. Na gut, ich weiß nicht, wie lange man sich das noch gefallen lassen kann, was hier bei dieser Weltmeisterschaft gepfiffen wird. Also das passt schon nicht mehr auf eine Kuhhaut, was der heute wieder veranstaltet hat. Ich glaube, langsam wird es zu einer lächerlichen Veranstaltung. Jetzt lassen Sie immer noch über die tolle Leistung der deutschen Mannschaft reden, und zwar über Guido Buchwald. Haben Sie Guido Buchwald schon mal als so einen starken Halbstürmer erlebt? Na gut, wenn ich nicht von ihm überzeugt gewesen wäre, dann hätte er eine andere Position gespielt. Er hat ja die zentrale Mittelfeldposition beim VfB Stuttgart jahrelang gespielt. Er hat bei uns einige Mal, ich habe es gerade erwähnt, in Holland gespielt. Aber er kann das. Aber ja. Guido Buchwald als neuer Schwabenpfeil. Ja gut, er kann es. Er hat es auch beim VfB schon einige Male gewiesen und heute sind natürlich auch Kräfte frei geworden. Der Gegner war Holland. Wir waren natürlich besonders motiviert, wie der Gegner auch. Das hat man gesehen. Und es hat halt alles gestimmt. Heute waren wir vielleicht nicht nur die Besseren, sondern auch die Glücklicheren. Wenn Sie es mir bestätigen, dass Klinsmann heute das Spiel des Lebens gemacht hat in der Nationalmannschaft? Ja, der Jürgen Klinsmann hat heute über seine Verhältnisse gespielt. Er hat dann auch, wo er ausgewechselt wurde in der Zeit, hatte er Wadenkrämpfe oder Krämpfe am ganzen Körper. Er musste also ausgewechselt werden. Ich habe zur Mannschaft zur Pause gesagt, nachdem das mit dem Rudi Völler passiert ist, sage ich, jetzt habt ihr Gelegenheit zu beweisen, für den Rudi zu kämpfen. Der hat jetzt über 70 Länderspiele für euch gekämpft und jetzt kämpft ihr für ihn. Herr Beckenbauer, vielen Dank. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Dankeschön. Danke.